So, weiter geht's mit der Heldenliga. Frisch und munter. Auf zu neuen Taten. Nach dem Debakel mit Teikes, wo ich mich selber hätte an die Wand tackern können. War echt kein gutes Spiel. Was spiele ich denn hier? Ich würde hier ja gerne Abatur spielen. Aber Abatur so früh? Puh. Wie wär's mit Asmodan? Asmodan wäre auch eine Möglichkeit. Asmodan habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Asma hat ein paar Änderungen bekommen. Mehr Heilung durch alles wird brennen, denn E haben sie ein bisschen verstärkt. Ich glaube, er kann jetzt immer. Genau. Tarnis, of course. Ich bin mit Asmodan. Beginnt es also. Für den Frostthron! Sieg den Verlassenen! Oh Gott, jetzt habe ich mich natürlich vertan. Nach dem Teig spielen das nächste Debakel. Ich habe gedacht, wir spielen Towers of Doom, aber ich bin der Garten der Ängste. Dann muss ich wohl Hero Stacking machen. Der Serator jetzt nehmen möchte, weiß ich auch nicht ganz. Gegen zwei Tanks. Hahaha. Ach du Scheiße. Das Spiel ist so diese Galaxie wird leiden. Serratul gegen zwei Tanks, das ist doch total scheiße. So diene ich. Die haben noch nicht mal. Wir werden ein neues Schicksal schmieden. Mehr Mies, bitte. Bereit für ein Abenteuer! Gott, der Teig ist jetzt so hart zerstört werden. Und der Leoric auch. Und wir haben 0,5 Tanks. Ja. Da kann man so schön werden, nur an den Kopf fassen, ey.
Therapy reinzupicken, ist einfach unglaublich dämlich gewesen. Und die Aurie hinterher zu picken, ist auch dumm. Wo sollen die denn ihre Dingsbums herbekommen? Ihr Hope? Von wem? Vom Serato nicht, vom Leo nicht, vom Tychus wahrscheinlich auch nicht und von mir auch nicht. Wenn ich alle Jubeljahre mal zuhaue oder mein Orb werfe, na, das kann was werden. Ah, gut, dann spielen wir mal Meister der Zerstörung. Können wir unsere Differenzen lange genug ignorieren, damit wir den Sieg davontragen, Dämon? Du amüsierst mich nicht. Gegen das Team, da krieg ich doch nie was kaputt, ey. Das ist doch unmöglich. Die Tore öffnen sich in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Zögert nicht. Kämpft. Muss aber schon fast drauf spielen. Der Kampf tobt. Ja, die sind wohl unten, oder? Hast du schon was gesehen? Ne, oben sind sie. Dann kann ich wenigstens gleich mal meine Kugel stacken. Schon bald ist es Nacht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Aber ihr solltet euch nicht ausruhen. Die Verseuchten werden zurückkehren. Verteidigt unser Vor. In dem Moment hat sich interrupted. Yeah.
mehr Dünger. Gut gekämpft. Okay, ich muss jetzt leider weggehen. Oder zumindest zum Brunnen. Echt cool. Bald schon wird es Nacht sein, Helden. Vergesst nicht. Tötet die Unkrautler und ergattert ihre Samen. Na komm, mach. Zurück. Welch eine freudige Nacht, um verflucht zu sein. Endlich habt ihr genug Samen. Spürt ihr, wie das Ungeheuer wächst? Es läuft aber tatsächlich erstaunlich gut. So gut beim Damage bin ich jetzt nicht. Zeit für die Ernte. Erweckt mein Ungeheuer zum Leben. Abgeschossen. Euer Ungeheuer lebt. Los, erntet die Leichen eurer Gegner. Ah, jetzt hat sie Leo erwischt. Fertig. Hab jetzt auch den Ulti. Mana! Hat aber trotzdem gereicht, ich muss weggehen. Feuer werde ich da oben mal noch nicht kriegen, was. Macht doch bloß keinen Quatsch, Leute. Schlachtet sie alle. Ah. Aber effektiv. Ja,
Sonne geht auf. Für den Augenblick müssen meine Kinder ruhen. Wer wird zukünftig die Radieschen von unten betrachten? Simpel, aber effektiv. Blut aus. Oh, das war wohl persönlich. Vorzerstört. Niemand stört sich uns im Dienst. Doch noch fighten hier. Oh, Gott sei Dank hat der es verkackt gehabt. Weil Serato hat das Camp gemacht, das ist gut. Die wollen halt nur bohren, die Typen, das ist Wahnsinn. Fleisch. Gut, dass es entsorgt. Gemeinsam werden wir erreicht sein. Double Kill. Als. Dreifach Kill. Ein weiterer Gegner liegt im Staub. Schade. Stampft ihre Verteidigung ein. Unkrautler erheben sich, erschlagt sie und sammelt ihre Samen. Aufhalte, was Mana angeht. Oben müsste ich mal auspushen und zwar dringend. Und das mache ich jetzt mal eben gleich. Ihr habt genug Samen! Das Ungeheuer wächst an! Ungeheuer wartet. Kommt, holt euch seine Macht. Hervorragend. Macht euch auf den Weg und reißt die Force eurer Gegner nieder. Ja.
Party. Angewachsen, Helden. Euer Ungeheuer ist gut. Ah, Leo scheint tot zu sein. Shitty. Ja, ist der Ratto auch. Dann gehe ich nochmal schnell zum Brunnen. Verteidigt unser Vor. Wieder der letzte, der hier ankommt, der letzte Dicke, und die Haki gebohrt wird. Holy shit. Das hat dir gefallen. Best. Euer Chor wurde zerstört. Chaos! Oh, das war wohl persönlich. Opfer müssen erwartet werden. Ich muss mich zurückziehen. Das war unnötig, dass der Seratul da noch hinterher geht. Die Nacht bricht erneut herein. Level 20. Bald werden sich die Unkrautler wieder erheben. War wie hart hier geballt wird. Holy shit. Warum geht ihr denn nochmal rein? Erhebe dich, mein Ungeheuer! Saug deinen Feinden das Leben aus! Achso, jetzt geht ihr da auch noch rein, oder was? Zerstört.
ein bildschönes Ungeheuer ist verdient! Das gegnerische Ungeheuer erblüht! Ab zum Teamfight. Gegner liegt im Staub. Und nun müssen meine Lieben hier. Traum nicht, wir können da jetzt einfach hinten alles töten. Eure Festung ist nicht mehr. Eure Zitadelle wird angegriffen. Die Zitadelle. Eliminiert sie. Gut gemacht. Das gegnerische Ungeheuer ist eingedrungen. Ich hoffe, dass euch meine Gänge. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr mit dem neuen E. MVP. Ups, jetzt habe ich außersehen den Monitor ausgemacht. Ich hoffe, bei euch ist trotzdem noch was zu sehen. Ja, hat er gut gespielt. Der Teig ist. Vielleicht ein bisschen mal sehr, sehr oft und lange abgewartet, bis ich die Combo setzen konnte. Aber im Großen und Ganzen ging das. So viele Kills habe ich nicht abgestauben können, aber EP-mäßig immer die Lanes am Laufen gehalten mit meinem Trade. War okay, würde ich sagen. Mal ein bisschen anders gespielt, anstatt komplett aufs Q zu gehen. Ja. Würde ich sagen, sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Ciao!